Tatsache ist, dass die Covid-19-Pandemie für einen Großteil der Bevölkerung eine sehr große Herausforderung darstellt und eine sehr große Bedrohung, die einhergeht mit der Entwicklung von negativen Emotionen, wie zum Beispiel der Furcht oder der Angst. Wichtig in dem Zusammenhang ist es, dass man zwischen diesen Emotionen unterscheiden kann. Furcht entsteht zum Beispiel dann, wenn eine sehr konkrete Bedrohung im Raum steht, wie zum Beispiel die Furcht, sich selber anzustecken, die Furcht, dass man mit einem schwereren Krankheitsverlauf zu rechnen hat. Eine Impfung kann gegen diese Form der negativen Emotion sicher einen guten Beitrag leisten. Im Gegenzug dazu ist Angst eine Emotion, die dann entsteht, wenn eine Bedrohung im Raum steht, die nicht so konkret ist, wie zum Beispiel die Angst vor wirtschaftlichen Folgen oder die Angst, ob unsere Kinder mit Spätfolgen zu kämpfen haben. Gegen diese Form der Emotion kann eine Impfung direkt sicher nicht einwirken.